Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hard. What the fuck, da glitscht er durch. Oh shit, ist der schnell. Ja. Kleine Frage, geht das auch doch ein bisschen brutaler? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hard Edge. Keine Ahnung, ob ich das gerade gesagt habe. In der letzten Folge haben wir Doktor. War das ein Doktor? Wir haben Walt besiegt und danach haben wir einen Moment, ich muss gerade überlegen, ob das richtig eingestellt ist. Nee, ist es nicht. Haben wir eine Möglichkeit gefunden, um wieder auf unsere Lieblingsetagen kommen zu können. Und ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja was runtergeschrieben. Wir müssen jetzt etwas machen, was mich schon wieder sehr, sehr aggressiv macht, ja. Und wenn das jetzt nicht die zweite Folge wäre, würde ich schon wieder eine Woche Pause machen. Beziehungsweise, auch wenn ich nicht wüsste, dass ich kurz vorm Ende bin. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja mal nachgucken muss, weiß ich auch, wo wir spieltechnisch ein bisschen sind. Und zwar, erstmal kann man hier Licht anmachen. Ja, sprich, wir können uns hier die Texte sparen, aber naja. Nicht zwingend. Muss man nicht zwingend machen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Man könnte sich dadurch natürlich minimal Zeit sparen, weil das ja natürlich doch schon ein bisschen nervig ist. Ja, schieß doch. Das war doch eigentlich mein Plan. Was machst du denn hier für Kunststückchen? Lässt du was da? Nee. Ja, lass uns erstmal das Licht anmachen. Ich glaube, das war hier, oder? Nee, irgendwo war das. Irgendwo. Oder war das sogar da hinten? Vielleicht muss ich das Licht auch für das Rätsel anmachen, so rum. War das sogar der Hebel? Nein, das war der Hebel nicht. Wir machen den nochmal runter. Der Hebel ist aber sehr, sehr wichtig. Ja, das nur mal so. Ich suche ja gerade erstmal den fucking Lichtschalter. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, weil ich das so mehr oder weniger unwichtig fand. Ach, vielleicht muss ich das auch... Ach, ich lasse es jetzt einfach mal. Oder war das hier? Betriebspult, aber kaputt und nutzlos. Gott verdammt. Naja, ist ja auch egal. Ich hoffe, das beeinflusst das Rätsel nicht. Und zwar habt ihr ja gerade gesehen, dass ich den Hebel betätigt habe, ja? Oder vielleicht kann ich das auch sogar schon machen. Mach das jetzt einfach mal schon. Notfalls kippe ich den Schalter nochmal runter. Ach nee, der Text. Ja. Allahu Akbar und so. Ja, Nachtsichtgerät und so. Genau. Ja, genau. Hast du schon 500 Mal gesagt. Nochmal den Gegner penetrieren. Und zwar ist es so, ja, ich meine, man muss ja auch irgendwie auf den Scheiß kommen. Im Normalfall soll man den Hebel hier entdecken, was an und für sich schon mal richtig behindert ist, weil diese Gerätschaft so aussieht, als würde sie einfach zum Hintergrund gehören, ne? Das ist nicht cool, Leute. Man sollte sie irgendwie schon ein wenig herausstechen lassen, ja? So, wenn wir dies getan haben, müssen wir hier langlaufen, weil wir offensichtlich keinen anderen Weg haben. So, und sehen dann, ich weiß nicht, ob das vorher schon da war, sehen dann das hier. Der Stromhebel sollte hier helfen. Das Problem ist, dass, wie ihr seht, dort ein Ventilgriff fehlt. Nun, 100.000 Euro Frage, wo ist der Ventilgriff? Nun, der Ventilgriff ist dort, wo wir, dieser Eingang zum... zu dieser Müllhaufenstation hier war. Auf diese Containerstation. Sprich, wir können den Aufzug benutzen, weil wir nochmal ganz zurücklaufen müssen. Dort, wo wir die Rachel getroffen haben. Dort, wo wir mit Rachel hier in den, durch den Schacht quasi in die Müllabfuhrabteilung hier gefallen sind. Dort nehmen wir den Ventilgriff wieder raus, weil wir haben ja jetzt eine andere Möglichkeit, um da runterfahren zu können, nämlich... können wir mit dem Fahrstuhl runterfahren. Dementsprechend
dürfen wir hier quasi hin, um dann nochmal mit dem Fahrstuhl hochfahren zu können, sich das, den Ventilgriff holen zu können, um den dann da letzten Endes einsetzen zu können. Ja, wie gesagt, erstens kann man den Hebel, der ja anscheinend wichtig ist, übersehen. Zweitens kann man auch, ich weiß nicht inwiefern das Teil sichtbar war, ob man das vorhin nicht gesehen hat, weil der Schalter nicht unten war. Müsste dann nochmal gucken. Ferner davon kann man das Ding übersehen und man muss ja auch erstmal darauf kommen, dass man damit was machen kann. Er hat ja gerade nur gesagt, dass das 25, 26, ich glaube das war 26, nee 25. Er hat ja nur gerade gesagt, dass das für die Stromquelle ist. Er hat ja nicht gesagt, wenn wir einen Ventilgriff hätten oder so, können wir das benutzen. Ja, das sind alles Sachen. Da könnte man jetzt einerseits sagen, ja okay, muss ein bisschen nachdenken, aber andererseits finde ich das ein bisschen vage. Wie soll man darauf kommen? Ja, wie soll ich jetzt... Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, okay, gut. Wie gesagt, da ist diese Plasmatür, die übrigens momentan ja gar nicht notwendig ist. Und wir können wahrscheinlich vom ersten Stock wieder hochfahren, weil wir in den anderen beiden Stockwerken irgendwas machen müssen. Das habe ich ja schon gesagt. Kein Problem. Aber was die da tatsächlich von uns verlangen, das ist schon ziemlich vage. Mal ich da jetzt hoch muss. Ja, ich laufe irgendwie immer in die falsche Richtung. Aber naja, das ist auch ganz in Ordnung. Denn dementsprechend können wir hier wieder so ein bisschen unser... Gottverdammt, mein Headset nervt wieder so ein bisschen. Mein Leben, euers, die unserer wertgeschätzten Charaktere wieder mal etwas auffrischen. Wie gesagt, Heilzeugs werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden. Aber wir können an sich alle Balken nochmal so ein bisschen füllen und das sollte ja dann dementsprechend reichen, für was auch immer wir da noch tun müssen. Ich hoffe ja mal, dass, falls noch ein Bosskampf kommt, wovon ich ausgehe, dass der irgendwie nicht so asozial ist. So, live up. Also ich werde in erster Linie erstmal Alex auffüllen, ganz klar. Ja, sicherheitshalber Rage, nicht, dass ich die dann nochmal spielen muss, was ich persönlich nicht nachvollziehen würde, könnte. Aber sicherheitshalber. Moment, ich glaube, ich bin schon falsch gelaufen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Falsch. Man hat auch gar nichts da gelassen. Ja, wir müssen natürlich hier wieder rein. An sich ist es natürlich wegtastisch und so kein Problem, ja. Es gab schon schlimmere Situationen, wo wir dann wirklich über Ecken und Kanten laufen mussten. Aber man muss ja erstmal darauf kommen, dass man den Scheiß nochmal abnehmen kann, ja. Ich meine, es gibt ja auch genug Spiele, wo man Gegenstände dann nicht mehr irgendwie rausziehen kann. Ja, also es gibt natürlich Resident Evil, wo man dann teilweise drei verschiedene Ventilgriffe hat. Da gibt es dann einen Okta-Ventilgriff, einen normalen Ventilgriff. Und dann, ja, gibt es auch einfach Rätsel, wo man dann etwas einwirft und dann ist gut, ja. Naja. Hab mir jetzt schon ein wenig mehr Energie erhofft. Aber, ja, wenn ich dann natürlich wieder... Alter. Ja, ich bin gerade auch wieder ein bisschen ungeduldig und habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Okay, ja, das war blöd. Aber ich schätze, wir sollten das jetzt wirklich machen. Nicht, dass ich dann nachher zwar wieder speichern kann, aber nicht zurücklaufen kann, weil, hey, Spiel asozial und so. Also, wir machen das jetzt ganz gechillt. Währenddessen kann ich ja auf meine anderen Let's Plays aufmerksam machen. Also wie gesagt, momentan habe ich, glaube ich, mit diesem Let's Play dann 7 Let's Plays oder so fertig, die ich alle noch nicht hochgeladen habe, was ja daran liegt, dass ihr asozial seid. Ich dementsprechend eine kleine Pause gebraucht habe und natürlich mit dem Bearbeiten so ein bisschen hinterherhänge. Ja, falls ihr Devil May Cry 3 auf dem Schwierigkeitsgrad hart noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Hab gerade ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwann keine Munition mehr habe. Jenes sollte ja dann jetzt in diesem Augenblick schon oben sein. Also das werde ich auf jeden Fall vorher hochladen. Habe ich gerade hart gesagt, das ist natürlich der Schwierigkeitshard Plus.
Schwierigkeitsgrad Hard Plus, weil ich quasi im Normalfall schaltet man den harten Modus ja erst frei, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, ja, und wenn man das Spiel dann, das hat jetzt nicht so viel gebracht, wenn man das Spiel durchgespielt hat, hat man ja natürlich minimale mehr Lebensenergie, mehr Teufelsenergie und auch alle Waffen und Co. Aber dadurch, dass ich aus technischen Gründen meinen Spielstand nicht mehr laden konnte, aber gleichzeitig den harten Schwierigkeitsgrad spielen wollte, habe ich quasi alle Modis freigecheatet und dann den harten Modus so gestartet, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Also man kann sich zwar alle Modis, alle Schwierigkeitsgrade freicheaten, aber nicht. Das funktioniert doch hier nicht. Aber nicht die Ausrüstung, ja, also sprich, ich war extrem benachteiligt und habe das Spiel aber trotzdem schneller geschafft als auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Also das könnt ihr euch vielleicht mal anschauen. Oh Mann, ey, okay, lass mal Rachel nehmen. Oh nein, ich habe jetzt ernsthaft gerade schon Bock wieder neu zu laden. Ich habe jetzt aus Versehen das Medikit genommen. Scheiße. Oh Mann, ey. Scheiß drauf. Weil ja, ich nehme jetzt mal Rachel, weil ich muss einen anderen Ort für die Gegner finden. Weil das offensichtlich sonst munitionstechnisch ein bisschen mau wird. Gott, ey, das kotzt mich gerade an. Wieso drücke ich denn immer Dreieck? Ey. Naja, egal. Oh, doch nicht. Eigentlich tut es mir gerade sehr weh. Aber ich habe keinen Bock, jetzt deswegen nochmal neu zu speichern. Ich kann ja mal schauen, was sie für. Sie müsste ja eigentlich auch noch eine Kombo haben, die wir bis jetzt noch nicht begutachtet haben. Weil wir ja eigentlich da erst später drauf gekommen sind. Ja, anscheinend hat sie nur diese Kombos drauf. Oh, das sah nach einem Crit aus. Lässt du irgendwas Tolles da? Oh, ja. Warte, ist das vielleicht? Ne, das ist auch nur normal Leben. Aber vielleicht. Moment, wieso? Oh, ich bin so scheiße. Wieso habe ich das denn jetzt mit ihr eingesammelt? Das sollte doch für Alex sein. Vielleicht lässt der Scheiß hier immer Leben da. So. Warten. Okay, das sah nach einer besseren Kombo aus. So, warten. Sehr, sehr gut. Das ist quasi meine Heilquelle. Und einsammeln. Und dann wieder wechseln, ja. Ich weiß nicht, ob ich Burns auch noch heilen soll. Ja, nicht, dass ich im letzten Kampf dann irgendwie alle spielen muss, ja. Also so richtig Bock auf Burns habe ich ja nicht, ne? Deswegen, also ich werde mich wie war das, wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ich bin gerade zu doof, diese Kombo nochmal auszuführen. Nein, verdammt. Ja, das war der Crit. Also ich werde mich in erster Linie auf Alex und Michelle konzentrieren. Oh, habe ich vielleicht zu früh gewechselt? Oder macht das Spiel da im Allgemeinen nicht mit? Ey, was soll denn der Mist? Ja, sorry, ne, falls es jetzt ein bisschen langweilig ist oder so, aber naja, sicher ist sicher. Baba. Schon. Jetzt erst, vielleicht muss ich auch im Bild sein. Ja, der lässt nichts mehr fallen. Okay, ja, dann müssen wir halt weiter rumwuseln. Vielleicht muss ich das Spiel ja auch ab und zu mal neu laden, damit er das akzeptiert oder so, keine Ahnung. Ich finde, wenn die Gegner wiederkommen, dann sollten sie auch immer was fallen lassen, sonst ist es auf Dauer eher natürlich negativ. Wie man ja auch anhand meiner aktuellen Situation sehen kann. Das ist ja der Beweis dafür. Weil ich mehr
einstecken muss, als ich letzten Endes bekommen kann. So, warte mal, das war ja ein harter Stecher. Munition wechseln. Bam. Oh je, das haut rein. Nein, 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 nein! Oh Mann, ey. Ich bin ein schlechter Heiler. Ja, geil. Ich würde sagen, plus minus null. Verdammt. Ja, weil ich zu blöd war, die Munition zu wechseln. Oh Mann, ey, tut mir leid. Ja, komm, Alex und Michelle. Rachel lassen wir einfach mal, ne? Ist er wieder nicht da? Ja, scheiße, er ist wieder nicht da. Oh mein Gott. Ich würde das schon gerne so in dieser Folge noch schaffen. Wie sieht's aus? 4 Minuten. Oh je. Sind hier Gegner? Nee. Ah, da drin gab's. War das nicht hier mit diesem Sessel-Dingsbums da? Da gab's doch... Nee, bin falsch. Ach, shit. Auf der anderen Etage gab's halt viel mehr Gegner, ne? Aber, ach, geil. Ich hab eigentlich, ganz ehrlich, ich hab gar keinen Bock drauf hier. Weil es ja offensichtlich, weil ich offensichtlich zu blöd dafür bin, ja? Zum Heilen. Lass uns einfach mal jetzt direkt den Scheiß machen, ja? Notfalls kann ich das immer noch ranhängen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich wieder will, dass sich keiner langweilt. Aber ja, wie gesagt. Ach mein Gott, das ist dieser innere Konflikt. Wenn man mit Menschen redet, die nie kommen werden. Und aber sie trotzdem auf sie Rücksicht nehmen will. Das ist so furchtbar. Okay, warte. Laufe ich irgendwie richtig? Ja, so mehr oder weniger. Also das Ding habe ich ja jetzt, ne? Ja, gut. Das heißt... Sicherheitshalber, komm. Komm, komm, komm. Vielleicht lässt er ja was da. Oh nein. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ist ja ein bisschen verschwendet. Und? Ja! Cool. Ja, wir werden da jetzt noch in der Folge runterfahren. Das dann vollziehen und dann haben wir immerhin etwas geschafft in dieser Folge. Richtig behindert, ey. Naja, ich kann ja währenddessen mal kurz was über Zelda erzählen. Das werde ich dann vielleicht noch in meinem Off-Topic-Let's Play erzählen. Also ich habe ja so ein Off-Topic-Format mehr oder weniger. Also ich spiele ja Beat'em Ups, ne, Tekken 1, 2, 3 und noch mehr werden folgen. Momentan habe ich ja Tekken 1, 2, 3 beendet und in diesen Let's Plays rede ich im Off-Topic, also da werde ich das vielleicht noch ein bisschen tiefgründiger behandeln, aber ich kann ja hier währenddessen schon mal drüber reden, weil ich mir das auch gestern halt angeschaut habe. Und zwar, irgendwie bin ich wieder auf, Zelda gekommen, Link's Awakening, das einzige Zelda, mit dem ich mich wirklich beschäftigt habe, welches ich wirklich auch selber gespielt habe. Und dort, habe ich gehört, dass es da tatsächlich in Deutschland zensiert wurde. Und, also beziehungsweise die DX-Version wurde zensiert und da habe ich mich mal ein bisschen mit der Zensur beschäftigt und das ist schon krass, ja, also da teilweise, beispielsweise gibt es einen Opa, der immer Yahoo sagt, ja, und das wurde in der, also die DX-Version ist quasi die, laufe ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Moment. Ja, ich habe, Moment. Ja doch, ich hatte gerade Angst. Also Zelda Link's Awakening kam ja irgendwie 1997 oder so raus. Und DX kam dann 2, 3, 4, 5 Jahre später raus. Also die überarbeitete Version mit Farbe und Co. Und da war, wie gesagt, in der Originalfassung gab es beispielsweise einen Opa, der immer Yahoo gesagt hat. Also Yahoo, wie geht's dir? Yahoo, bla 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 bla. Und in der DX-Version wurde das zensiert, weil ein Jahr nachdem Zelda rauskam, wurde Yahoo gegründet. Ja, also Yahoo ist ja so eine Online-Suchmaschine. Und das haben sie dann natürlich umgeschrieben, um die Referenzen auszublenden. Ja, nicht, dass dann irgendwie, ja, dass die Leute dann eben halt denken, Yahoo oder so hätte da die Hände mit drin gehabt. Das fand ich ganz lustig. Oder, naja, da gab es dann so einen Gegner.
Der hat in der deutschen Version gesagt, nie ohne Kondom. Ja, warum auch immer. Er sah auch so ein bisschen wie so ein Dildo aus. Aber gut, das ist eine vage Behauptung. Ich meine, das war ein Nintendo-Sprite. Und in der zensierten Version sagt er eben halt so eine plumpen Sachen wie, du bist komisch oder so, ja, also. Oder, da gab es eine Meerjungfrau, der man ja ihr Oberteil zurückbringen musste. In der englischen Version ist es übrigens nicht ihr Bikini, welches ihr fehlt, sondern ein Talisman, weil in England, im Amiland hat man ja so leichte sexuelle Probleme wegen Vergewaltigung und Co. Und, in der deutschen Version kann man eben halt, muss man ihr Bikini suchen und man kann unter ihr schwimmen und dann sie anreden und dann sagt sie so Perversling. Und in der zensierten Version, also die 2-3 Jahre später rauskam, sagt sie dann sowas wie, ach, ich hab da schon gesucht oder so. Also das ist schon, naja, Zensur halt. Zensur, scheiße, fickt euch alle ins Knie, ganz ehrlich. Ich bringe jeden um, der Sachen zensiert. Also ich würde jeden umbringen, wenn ich könnte. Aber gut, ja. Schön, dass wir das dann jetzt hier nochmal mehr oder weniger geschafft haben. Völlig unnötig, der Scheiß. Ach so, und er ist der Einzige, der den Scheiß drehen kann, oder was? Ich bin enttäuscht von dir, Alex. Ich dachte, du kannst irgendwas. Ach, okay. Ich habe mich schon gefragt, was das Ding kann. Das macht das Ding. Okay. Interesting. Ja, hätten wir das auch mal geklärt. Die Frage ist jetzt, speichere ich oder nicht? Ich kann ja jetzt noch mal speichern. Ja, das müsste ja gehen. Das war doch der Raum hier, oder? Ja, gut. Ja, dann speichere ich mal und dann schauen wir uns da mal um. Ja. Leute, das war, oder? Ja, das müsste passen. Das war's heute mit Let's Play Hard Edge. In der nächsten Folge schauen wir mal um, was wir jetzt letzten Endes damit bewerkstelligt haben. Hoffentlich muss ich nicht nochmal zurückgehen und mich heilen. Das wird ziemlich nervig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.